Die Hochzeit ging in kleinstem Kreise und in der gebotenen Stille vor sich. Das Regiment nahm taktvollerweise keine Notiz. Ich habe übrigens Mirabeau, als ich seinerzeit in Paris war, habe ich ihn noch persönlich gesehen. Na ja, schon eine sehr unzugängliche, eine geniale Person gewesen. Seine Beurteilung war fabelhaft. Sind Sie in Frankreich gewesen? Nein, nicht so theatralisch. Schach, wollen wir nicht einmal ganz offen miteinander sein? Ich bin immer aufrichtig, Victoire. Wenn ich es einmal versäumt haben Bitte sollte... nicht. So schuldbewusst mag ich Sie nicht. Diese Kränkung durch Ihre Kameraden. Ich schwöre Ihnen, wir haben erst durch Herrn von Bülow davon erfahren. Sonst hätte ich Mama nie erlaubt, sich an den Hof zu wenden. Ich kenne Ihre Güte. Nehmen wir einmal an, diese Kränkung wäre nicht geschehen. Ich darf Ihnen auf das Bestimmteste versichern, dass Sie dergleichen nicht mehr zu fürchten haben. Sie müssen Ihre Kameraden besser kennen. Es gibt Möglichkeiten, Sie zu hindern. Ich möchte nicht, dass Sie sich meinetwegen Sorgen darüber machen. Das wollte ich Ihnen sagen. Sie sollen niemals auf mich Rücksicht nehmen müssen. Sie sollen mich behandeln so freiherzig und so großzügig, wie Sie eine Geliebte behandeln würden, die sehr dankbar sein wird, wenn Sie sich gelegentlich daran erinnern, dass ich Sie glücklich gemacht habe. Einesteils beneide ich dich zwar, meine gute Victoire, andererseits hätte ich doch Angst. Es soll in Italien von Banditen wimmeln. Ich habe keine Angst. In Italien sollen sogar die Banditen galant sein. Oh, achten Sie gut auf Ihre Frau, Herr von Schacht. Die Schwiegermutter hatte auch ihre Rechte. Darf ich Sie auf ein Wort sprechen, meine liebe Schacht? Aber bitte. Bitte, Schacht. Jetzt ist alles sehr feierlich. Das sind unsere letzten Minuten. Morgen werden Sie abreisen. Das Jahr, das Sie in Italien zubringen werden, ist eine lange Zeit. Wer weiß, ob wir uns wiedersehen. Ich bitte Sie, Eva. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich fordere keine Versprechen von Ihnen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir Zeit gelassen haben, das Vertrauen wiederherzustellen. Aber Herr Pfarrer, Friedrich der Große ist tot. Die Zeiten haben sich geändert. Ewiger Parademarsch ist kein Ersatz für hohe Ideale. Ich habe hier in der Bibliothek der gnädigen Frau eine Ausgabe gefunden. Nein, Schach, ich muss mich schämen, dass ich mich von Stimmungen habe hinreißen lassen. Ich hätte Sie besser kennen müssen. Aber ich hoffe, jetzt ist alles wieder klar zwischen uns. Oder vielleicht klarer, als es jemals zuvor war. Was wird getuschelt? Ach, nichts. Du hast mich gerade in einer Liebeserklärung unterbrochen. Das habe ich geahnt. Zum Glück reisen wir morgen. Ich möchte um keinen Preis, dass sich die Leute über die eifersüchtige Tochter lustig machen müssen. Sehen Sie, Victoire, jetzt haben Sie auch einmal Angst vor den Leuten. Der Wagen für den gnädigen Herrn wäre da. Der Wagen für den Herrn Rittmeister. Ja, ich fürchte, ich muss jetzt aufbrechen. Ich hoffe, Sie waren mit mir zufrieden. Es ist alles geschehen und ich bin jetzt entbehrlich. Ich habe noch einige Dinge zu erledigen und zu packen. Bitte. Schatz, leben Sie wohl. Albens Leben, danke. Danke, wofür? Mir war es wertvoll, dass Sie mich nicht fallen gelassen haben. Nicht so feierlich. Es war doch das Selbstverständlichste. Manchmal braucht man eben seine Zeit, um auf das Selbstverständliche zu kommen. Dann tut man es natürlich. Adieu. Wo sind wir morgen? Auf Wiedersehen, meine Victoire.
Leben das Wort gebrochen. Und dass der König befiehlt, wird nochmal gehorsam geschworen. Und wieder aufgekündigt. Und diesmal mit einer Pistolenkugel. Das ist Ehre. Und nur weil er glaubte, den Gedanken nicht ertragen zu können, dass er sich vor ihren Herren Kameraden und einigen Hoheiten lächerlich gemacht habe. Und warum? Weil seine Frau ein paar Grübchen zu viel im Gesicht hatte, wie Prinz Louis Ferdinand es zu formulieren beliebte. Da haben Sie doch das ganze Wesen dieser falschen Ehre. Wissen Sie, woran mich das erinnert? Als es in China mit der Ming-Dynastie zu Ende ging, die kaiserlichen Heere waren schon alle geschlagen. Da kamen noch immer Boten ins Schloss, die von Siegen meldeten. Von Siegen, Siegen, Siegen. Der Feind stand schon vorm Schlosstor, schon im Palastgarten. Aber es hätte gegen den guten Ton verstoßen, die Wahrheit zu sagen und von Niederlagen zu berichten. Der gute Ton, Alfensleben. Wissen Sie noch, an jenem Abend bei Frau von Carillon, da tadelte mich Schach als unpatriotisch. Unpatriotisch. So werden die Barmer immer genannt. Im Fall Schach bin ich fast geneigt, Ihren Theorien zu folgen, Bülow. Aber wenn Sie Ihre Prophezeiungen verallgemeinern... Es ist nicht schwer, in diesem Land den Propheten zu spielen. Aber es bereitet wenig Vergnügen. Kurz darauf, anfangs Oktober, erklärte Preußen Frankreich den Krieg, auf den alle gewartet hatten. Seine königliche Hoheit, Prinz Louis Ferdinand, fand den Tod im ersten Gefecht des Feldzuges bei Saalfeld am 10. Oktober. Das Kürassierregiment Nummer 10, genannt Gendarme, kapitulierte auf freiem Felde bei Wichmannsdorf am 27. Oktober 1806.